Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Catreon. In der letzten Folge haben wir das erste Autocrafting hier ready gemacht. Und oh, unsere Bestellung ist schon durch. Und dementsprechend können wir jetzt wahrscheinlich Molecular Assembler bauen, oder? Zumindest schon mal ein. Das reicht aber erstmal sogar. Denn ein Molecular Assembler und ein Interface sind gar nicht so verkehrt. Ich baue das Ding hier mal ab. Die Crafting-Türme, also erstmal ein Crafting-Turm, aber oder generell sagen wir mal so, der Platz für Crafting-Türme, nennen wir es mal so, der ist dann hier. Wir haben hier, hier und hier schon Dense-Kabel, ne? Das heißt, wir müssen jetzt den Kanal hier nehmen, ja. Da, 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 da. Eigentlich sollte ich um den ME-Core rum irgendwie Glas machen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Das machen wir gleich. Davor brauchen wir aber eine neue Farbe für die Dense-Kabel. Wir können auch mal andere umfärben. Dye. Wie wäre es mit Light Blue? Wie, ich kann die nicht umfärben. Man kann die nicht mehr umfärben. Also bei all den Verbesserungen der neuen Version von Applied Energistics sind so ein paar Sachen. Gut, ich meine, es juckt uns jetzt nicht so krass mit Project E, aber hätten wir das nicht, dann wäre das schon echt ärgerlich. Ja, okay, gut, jetzt haben wir Zyan. Ist auch okay. So. Dann einmal Zyan in die Richtung hier. Jawohl. Und einmal hier. Und einmal da. Verbindet sich das? Natürlich nicht. Nicht so schlimm. ME Glass Cable. Da können wir einfach hier so eins nehmen. Da müssen wir nicht auf irgendeinen Berührungsschutz achten. Ach, ich habe es einfach nur falsch gebaut. Einfach nur ein Blindheitsfehler. Okay, es funktioniert schon so. Gut. Umso besser. So. Tada. So. Jetzt brauchen wir automatische Rezepte. Und zwar am besten gleich für den Annihilation Core. Und für den Formation Core. So. Rein damit. Und fertig. Und jetzt können wir Annihilation Cores bestellen. Sagen wir mal 20 Stück. Und die sollten jetzt theoretisch ja gebaut werden. Oh, das sieht super aus. Das heißt, wir können jetzt wieder mehr Molecular Assembler bauen. Oh ja. So. Genau. Und noch ein paar Interface. Interface. Können die einfach groß machen. So. Und ein Interface-Terminal wäre auch nicht schlecht. Immer noch nicht Autofarm. Noch nicht. Es ist so viel Arbeit, so viel zu tun. Erstmal ME machen. Ich sollte immer eigentlich erst ME machen. Das hilft einem einfach so viel weiter und kostet oder spart einem so viele Nerven. Jetzt brauchen wir genau ein Interface Terminal. Das ist das tolle Teil hier.
Danke. Okay, eine Farming Station. Cool. Oh, da war gerade ein Lag. So, oh, jetzt können wir hier einfach alles reinlegen. Oh, es ist so wunderschön. Okay. Das heißt, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir brauchen noch ein Rezept. Brauchst nur einen guten Conduit. Okay. Okay, versuchen wir es einfach mal. So, aber erstmal ME noch fertig machen. Und zwar ME. Genau, ich wollte hier Rezepte anlegen. Und zwar einmal Storage Cells. Und zwar die. Und die 4K. Genau. Molecular Assembler, dann können wir die schon mal hier reinlegen. Können wir mal ein 4K bestellen. Oh, 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 da habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich beide nochmal checken. Oh ja, da habe ich einen ganz teuren Fehler gemacht. Gut, dass ich das Rezept von dem hier noch nicht gemacht habe, sonst hätte ich es nicht mal gemerkt. Wir nehmen hier natürlich das billige Zertus. Jetzt überschreibt er das einfach. Okay. Neu speichern. Keine Ore-Substitutions. Einfach nur so. Perfekt. Okay, und da gab es eh nichts. Okay. Nochmal ab in den Molecular Assembler. Und eine 4K. Storage Cell bauen. Okay, da ist jetzt tatsächlich, das braucht jetzt wirklich. Das heißt, wir machen folgendes. Wir nehmen uns, wir brauchen erstmal ein Rezept für Certus Quarzit. So. Oh je, das brauchen wir auch noch. Und hat das EMC? Ja, es hat EMC. Sehr gut. Verdammt. Können wir das mal kurz vervielfältigen? Ja. Das ist jetzt nicht so das Mega-Problem. So. Seeds. Können wir auch schon mal reinlegen. Und wir brauchen noch das Rezept für quasi, wir können jetzt Seeds machen. Das ist ja soweit ganz schön. Aber wir brauchen noch Pure Certus Quartz Crystals. Und da werfen wir mal einen rein und warten, bis der fertig ist. Pure Certus Quartz Crystal. Der müsste eigentlich jeden Moment da sein. Genau. Also Processing Pattern. So einer wird zu so einem. So, und das können wir jetzt hier reinlegen. Dann müssen wir den hier auch sehen. Crystal Grow Chamber. Stand da sogar. So, und jetzt können wir ein 4K bestellen. Genau. Wofür wir auch ein Rezept brauchen, ist für die Crafting Units. Perfekt. Können wir auch hier reinlegen. Wir bräuchten es ein bisschen besser verteilt, aber erstmal geht schon so. So, und dann brauchen wir noch ein Crafting Pattern mit einer 4K-Zelle und einer Crafting Unit.
die noch craftet, weil noch zwei Calculation-Prozessoren gemacht werden müssen. Okay. Crafting Unit. Nein, wir haben keine Pattern mehr. Mist. Wir brauchen auch ein Rezept für Pattern. Ja, und eigentlich auch für Glas. Okay, Moment mal. Quarz and Few, Quarzglas. Genau, das brauchen wir. Dann brauchen wir Pattern. So, dann Quarzglas. Nochmal. So, und dann können wir ein Pattern für Quarzglas machen. Dann können wir ein Pattern für Pattern machen. Was fehlt denn jetzt? Glowstone. Oh. Glowstone. Bitte was? Glowstone. Echt jetzt? Ich habe keine Glowstone eingescannt. Aber wir haben noch einen. Puh. So. Einmal den speichern. Und einmal das hier speichern. So. Sehr gut. Glowstone. So, und den billigen Zertos Quarz. So, Pattern haben wir auch. Sehr schön. Dann brauchen wir ein paar Pattern. 20 Stück. Dafür fehlt uns jetzt Glas und Zertos Quarz. Glas und Zertus Quarz normal. Oh, und wir haben kein EMC mehr. Huch. Da müssen wir gleich was machen. Wir können ja für EMC. Wir haben ja hier von Sora dieses Ding bekommen. So, ist ja jetzt learned, ne? Infinity. Katalyst. Ah ne, der zeigt nur noch Sachen an, die ich mir leisten kann. Okay, aber theoretisch ist der jetzt gelernt. Und das heißt, wenn ich den jetzt hier reinwerfe. Genau, wir könnten uns jederzeit wieder einen rausholen. Falls wir den brauchen. Aber wir haben ihn gelernt und wir haben jetzt 3,4 Milliarden EMC. Das heißt, dass wir da so schnell jetzt kein EMC-Problem mehr kriegen. Weil ich glaube, erstmal ist es besser, das zu haben. Und falls wir dann doch den Katalyst brauchen, können wir uns ja durch Sachen, die wir reinwerfen, neue Sachen rausholen. So. Also. Genau. Pattern. 20 Stück. Was muss dafür alles gemacht werden? Okay, eigentlich nicht so viel. Da sind sie, 20 Pattern, zack. Okay. Als nächstes wollte ich genau den Crafting Monitor, den Crafting Unit mit dem 4K hier verheiraten. So, Molecular Assembler. Und was ich noch gerne hätte, wäre ein Interface.
und ein Molecular Assembler. Crafting Table. Warum haben wir so viele davon? So. Wir machen es jetzt erstmal ganz einfach. So. Weil das ist jetzt ziemlich ineffizient, wie wir es machen. Interface 5 und Molecular Assembler brauchen wir noch einen haben wir. Das heißt, wir brauchen 19. Dafür fehlt Eisen. Okay. Iron. So, und jetzt habe ich hier theoretisch den Infinite, ja genau, weil ich ihn mir halt nicht mehr leisten kann, aber er ist gespeichert, das ist das Wichtigste. So. Jetzt Molecular Assembler, 19 Stück. Sind denn die Interfaces fertig? Die sind fertig, sehr gut. Ja, das sind ja 3, ne? Genau. 4, 5, 6, 7, 8. Molecular Assembler, 19. Alter. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist echt krass. Wie gut das jetzt schon performt, das System. So. Erster Crafting Tower ist am Start. Und das heißt, wir können hier mal die ganzen Sachen so ein bisschen entzerren. Und kommen hier zu einem besseren Parallel-Processing. Hier, sowas kann man natürlich schon parallel machen. Wobei, das hat hier wieder eine Abhängigkeit. So, ich glaube, so ist ganz gut. Und dann können wir einfach sagen, Crafting-Prozessor. Machen wir bitte 20 Stück von und das fehlt. Ja, das Quarz. Alles klar. Nicht Wert, sondern Certus Quarz. Davon braucht man echt viel. Ich meine, gut, mit 3,5 Milliarden EMC haben wir jetzt nicht mehr unbedingt ein Problem. Aber, ne? Trotzdem. Crafting. 4K, 20 Stück. Und woran mangelt's? Ach ja, der Kleine kann das ja noch gar nicht. Okay, Crafting. Aber die Hälfte kann er dann, ne? 9 kann er. 9 müsste dann können. Ja. Ja, Alter, die Prozessoren, die gehen echt gut durch. Und auch die Teile gehen ganz gut, ne? Also die wachsen in einer sehr annehmbaren Geschwindigkeit. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Crafting. Oh, der erste ist schon fertig. Ah ne, wir setzen ihn aber noch nicht dran. Das könnte blöd werden, wenn das Crafting-Rezept einfach abbricht. Weil wir das Ding ausbauen. So, jetzt scheitert es nur noch an 10 CPUs. Die warten wir mal ganz kurz ab. So. Das sieht doch ganz gut aus. So. Und hier könnte dann theoretisch der nächste hin. Hä? Wo habe ich denn hier die Leitung? Ach, die ist ja ganz hinten. Ich
denke mir schon, irgendwas stimmt doch hier nicht. Okay. Das heißt, ich brauche noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mach mal 3 Blöcke, oder? Mach mal 3 Blöcke. Also 14. So. Also ich meine, das macht jetzt der hier. Genau, der macht noch nichts. Sehr gut. Dance, das war das Kabel hier. So, dann hier ist der. Und hier ist dann der nächste Chor. Können wir eigentlich auch so eine Anbindung machen. Und dann stehen hier die drei nebeneinander. Das ist dann erstmal genug, würde ich mal behaupten. Crafting. Ah ja, okay, es hängt wieder an den Calculation-Prozessoren. Crafting. So, 3 haben wir schon mal. 1, 2, 3. Acht. Okay. So. So, 3 Crafting Cores. Sieht auch ziemlich gut aus. Yo. Alles klar. Damit würde ich sagen, war's das dann für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.